Fußballzweitligist Dynamo Dresden muss den wochenlangen Ausfall von Kapitän Marco Hartmann verkraften. Der Defensivakteur zog sich beim 2:0 gegen den FC Ingolstadt am vergangenen Sonntag einen Rippenbruch zu und wird erst im kommenden Jahr wieder ins Training einsteigen können. Ich bedauere sehr, dass ich durch meine Verletzung der Mannschaft bis zum Jahresende auf dem Platz nicht mehr helfen kann. Der Heilungsprozess meiner gebrochenen Rippe wird nach Angabe der Ärzte einige Wochen dauern, sagte Hartmann. Der Ausfall von Marco wiegt natürlich schwer, weil er unumstrittener Kapitän und Leitwolf unserer Mannschaft ist. Wir sind als gesamtes Team gefordert, um die Lücke bis zum Jahresende gemeinsam zu schließen, sagte Dynamos Cheftrainer Mike Walpurgis.